Schönen guten Tag. Ich begrüße bei uns am Stand Doris Knecht. Sie hat gerade Weg ihren neuen Roman geschrieben, ist eine der ersten Vorstellungen, nicht? Frau Knecht hat sich im Süden des deutschsprachigen Raums sehr früh im Journalismus einen sehr großen Namen gemacht. Ich kannte sie damals, habe sie kennengelernt als Leser, nicht als Person. In der Schweiz hat sie für den Tagesanzeiger, für das Magazin Kolumnen regelmäßig geschrieben. Das hat sie zuvor schon in Wien beim Falter und beim Profil gemacht, wo sie auch als Journalistin tätig war. 2011 hat sie angefangen, Gruber geht, mit Romanen. Das ist jetzt, wievielte ist das jetzt? Schon der vierte? Der fünfte. Oder? Der fünfte, um Gottes Willen. Sehr viel. Und sie schreibt auch weiterhin regelmäßig Kolumnen. In ihren Kolumnen verhandelte sie sehr viele Dinge des alltäglichen Lebens, darf ich sagen. Ich glaube, eine Zeit lang, ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen darf, hätte man gesagt, Sie sind auch eine Lifestyle-Journalistin. Darf man nicht sagen, eher weniger. Darf man schon sagen, aber ich habe mich selber nicht so verstanden. Aber ich war ja auch beim Falter, das ist kein Lifestyle-Magazin. Nein, das ist es definitiv nicht. Das Magazin in der Schweiz schon eher gewesen. Und sie verhandelte auf eine recht eigentümliche Art und Weise schon sehr früh so Dinge, die die 68er als das Private im Öffentlichen, im Politischen bezeichnet hätten. Ich glaube, so ein, zwei Generationen später in einer sehr selbstverständlichen Art und Weise, wie es aber damals nicht war. Nein, war's nicht. Vielleicht verlieren wir doch erst ein Wort über Ihre Kolumne, weil ich fand das damals schon, das waren, wenn ich mich richtig erinnere, es ist jetzt auch schon alles eine Weile her und nicht alles mehr digital verfügbar. Es waren die Mimis. Zum Glück. Und zwar hat sie aus der Perspektive einer Autorin auch über ihre Kinder geschrieben und den Alltag mit ihren Kindern. Also das war in der Zeit vor diesen Mama-Blogs, die gab es damals noch nicht. Und mich hat nicht interessiert die Kinder, sondern mich haben die Eltern interessiert. Also mir ging es eher darum, was macht das mit den Erwachsenen, mit den vermeintlich, ich komme ja aus dem Punk und aus dieser ganzen Bandszene, was macht das mit den Erwachsenen, dass sie plötzlich Kinder haben. Und das war damals noch eine ziemliche Marktlücke, ja, tatsächlich. Also da tat man nicht unbedingt. Ja, ich kam ja auch aus dem politischen Journalismus zum Teil und das galt eher als so ein bisschen, ja, nicht so cool, dass man dann darüber schreibt, dass man jetzt Kinder hat. Aber das hat sich dann geändert im Laufe der Jahre. Ja. Geändert hat sich auch die Schreibpraxis. Wie gesagt, Frau Knecht ist dann dazu übergegangen, Romane zu schreiben. Wie würden Sie diesen Perspektivwechsel so als Autorin beschreiben? Warum haben Sie angefangen, Romane zu schreiben? Warum hat das mit den Kolumnen oder journalistischen Arbeiten Ihnen nicht mehr gereicht? Also ich schreibe immer noch Kolumnen und sehr gern, aber ich habe ja jetzt mittlerweile ungefähr in meinem Leben an die 3000 Kolumnen schon geschrieben. 3000? Und dann hat man das Gefühl, also eigentlich wollte ich früher nie einen Roman schreiben. Ich war gern Journalistin und ich wollte das eigentlich auch bleiben. Aber dann habe ich gemerkt, es interessiert mich vielleicht doch mal noch was Neues zu probieren und zu schauen, ob ich das kann. Und habe mir da aber auch Zeit gelassen damit und habe dann überlegt, wie mache ich das. Und schön war, dass zu der Zeit gerade Rowohlt auf mich zukam und sagt, falls ich mal was Längeres schreiben möchte, soll ich mich doch an Sie wenden. Und das hat dann sehr schnell funktioniert. Und dieses erste Buch war eigentlich nur so ein Versuchsballon zum Schauen. Kann ich das? Will das jemand lesen? Ja, wie kommt das an? Das hätte ich auch wieder sein gelassen, wenn das nicht funktioniert hätte. Und ich bin auch ein empfindlicher Mensch und war nicht sicher, wie ich da mit der Kritik umgehe. Aber irgendwie hat sich gezeigt, dass die Kritik war, glaube ich, nicht schlecht. Es war nicht schlecht, ja, genau. Ist gut aufgenommen worden, hat sich gut verkauft. Eben, und das war dann schon ein Ding, dass ich gesagt habe, okay, mache ich noch einen. Es hat auch Spaß gemacht. Gut, Sie machten noch einen, Sie machten noch einen, Sie machten noch einen, jetzt haben wir Weg. Weg handelt von verschiedenen Patchwork-Konstellationen, könnte man sagen, nicht nur im familiären Bereich, auch im Freundschaftsbereich. Das überschneidet sich, es ist eine offenere Szene, ist eine Post-Punk-Szene, deren Schnittmenge Wien ist. Das Buch handelt zwischen Wien und einer Kleinstadt bei Frankfurt. Wie gesagt, der Schnittpunkt sind subkulturelle Außenseiterbiografien, die sich an irgendeinem Punkt getroffen haben. Wenn Sie Ihr Personal jetzt hier kurz skizzieren oder vorstellen würden,
Was verbindet diese Person? Wer tritt hier auf? Also tatsächlich muss ich ein bisschen früher anfangen. Bei diesem Buch habe ich zum ersten Mal zuerst die Form gehabt und habe dann eine Geschichte gefunden. Normalerweise habe ich irgendeine Idee und irgendwelche Charaktere, die ich mir ausgedacht habe, und dann lasse ich die Geschichte fließen und das kommt dann oft ganz woanders an, als ich es eigentlich überlegt hatte am Anfang. Diesmal hatte ich eine sehr strenge, sture Form, in die wollte ich die Geschichte einbauen und habe das auch gemacht und hatte mir dann Personen überlegt für das. Ich wollte diese zwei Erzählstränge, die sich dann vielleicht treffen, vielleicht nicht treffen, das sollte das Spannungselement sein, und habe mir eben überlegt, dieses verschwundene Kind, es geht um eine erwachsene Tochter, die hat psychische Probleme gehabt schon als Jugendliche, war dann aber eigentlich stabil und plötzlich ist die verschwunden. Und ihre Eltern, die nie richtig zusammen waren und jetzt auch seit Jahren keinen Kontakt mehr hatten miteinander, weil das Kind ja erwachsen ist, das Gemeinsame, müssen sich jetzt da gemeinsam auf die Suche machen, um dieses Kind zu finden. Und erst hatte ich mir die Personen so mein übliches Milieu ausgedacht. Die Mutter war zuerst eine Fotografin, die in New York lebte mit ihrem zweiten Mann. Und dann ist mir plötzlich klar geworden, das ist langweilig. Ja, weil die kann man in der Welt irgendwo hinstellen und die funktioniert dort. Und dann findet sie, das Kind, das Buch ist vorbei nach 30 Seiten. Ja. Und wollte dann stattdessen eher so eine Person, wie ein bisschen aus meinem Herkunftsmilieu. Ich komme aus der österreichischen Provinz und eher so aus kleinbürgerlichen Verhältnissen. Und da habe ich mir so eine Frau ausgedacht, die da eben nicht weit aus ihrer Welt rausgeht, die sich wohlfühlt in der Beengtheit ihrer Umgebung und die eher alles klein hält und sich dort sicher fühlt, wo sie ist. Und die jetzt plötzlich in die Welt rauszuschicken, das fand ich dann spannender. Also um vielleicht für diejenigen, die das Buch noch nicht kennen, kurz die Konstellation. Es gibt im Grunde das Verbindende eines Paares ist eine Tochter, mhm. Heidi und Georg, die an verschiedenen Orten leben, aber die halt eine gemeinsame Tochter haben. Die Tochter ist erwachsen und hat Depressionen, oder wie heißt es in dem Roman? Sie hatte eine Drohung, eine substanzinduzierte Psychose. Und die sie beschäftigt weiterhin. Ja. Also ist das gerade auch ein großes Thema. Ja, tatsächlich. Ja. Cannabis ein bisschen stärker, glaube ich, heute angeboten. Genau, und das hat mich auch beschäftigt, tatsächlich. Habe ich, glaube ich, heute erst wieder einen Text darüber gelesen. Und gut, die Tochter verschwindet, sie machen sich Sorgen, haben eigentlich nichts mehr miteinander zu tun. Ja, die hätten auch ihr Leben lang nichts miteinander zu tun gehabt, das fand ich auch spannend. Die sind nur durch dieses Kind aneinander gekettet. Die hätten eine Affäre gehabt miteinander, an die sie sich wahrscheinlich beide kaum mehr erinnern. Aber sie haben ein gemeinsames Kind und diese Geschichte zu erzählen, dass das erstens für immer verbindet und zweitens diese Verantwortung auch nie aufhört, das hat mich auch interessiert. Gut, und dieses Weg, das deutet sich jetzt hier an, zumindest habe ich es so interpretiert beim Lesen, kann man auch unterschiedlich begreifen. Vordergründig ist die Tochter weg. Andererseits deklinieren sie im Grunde die verschiedenen Formen des Wecks auch durch an den anderen Personen. Schon, und es ist ja auch das Weg ist auch ein Weg in einer gewissen Hinsicht. Sie machen sich ja auch auf einen Weg, der sie ein bisschen verändert letztlich auch. Ja. Und dieses von sich selber wegkommen, von der Umgebung wegkommen, in der man normalerweise ist, und dann Weg zu sein mal eine Zeit lang und etwas verschwunden, jemand Verschwundenes zu suchen. Also. Und Sie haben die Handlung nach Vietnam und Kambodscha angelegt. Sie wollten wahrscheinlich auch mal weg, oder? Ich wollte auch mal weg, ja. Meine anderen Bücher, die spielen eigentlich alle in dieser Umgebung so von Wien und dem Land. Also, sie leben ein bisschen davon, von diesem Wechselspiel auch. Und ich wollte mal ein bisschen aus dieser Blase raus und habe mir überlegt, wo könnte das sein. War vor vielen Jahren mal in Vietnam und fand dieses wahnsinnig pralle, laute, schnelle Leben da so spannend. Und weil ich aber schon so lange nicht mehr da war, habe ich gedacht, ich muss nochmal hin, muss nochmal Atmosphäre auftanken mit Gerüche und Geräusche. Und das war auch sehr gut. Vielleicht wäre das so ein Moment, wo man, wenn wir gerade bei Vietnam angekommen sind, vielleicht aus der Eingangsszene mal was vorlesen. Das mache ich sehr gern. Eine Brille. Ich habe in dem Buch gibt es eine Art Refrain. Also ich verstehe das Buch manchmal so wie so einen endlosen Bob Dylan-Song mit einem Refrain. Genau. Und der Refrain ist das Moped und das fängt eigentlich mit dem Refrain an. Wie man auf einem Moped fahren kann. Allein. Zu zweit.
Zwei Männer, zwei Frauen. Ein Mann und eine Frau. Der Mann vorne, die Frau hinten. Die Frau vorne, der Mann hinten. Ein Mann, eine Frau, dazwischen ein... Okay. Ein Mann, eine Frau, dazwischen ein Säugling auf dem Arm der Frau. Ein Mann, eine Frau, zwischen ihnen ein kleines Kind, sitzend oder stehend. Das Kind hält sich an den Schultern des Mannes fest. Die Frau hält das Kind an den Hüften. Ein Kleinkind vorne, zwischen den Beinen des lenkenden Mannes. Ein kleines Polster am Lenker schützt das Kind. Hinter dem Mann eine Frau. Ein Kind vorne, zwischen den Beinen des Mannes stehend, dann eine Frau mit einem Säugling im Arm, wach oder schlafend. Ein Kleinkind vorne, zwischen den Beinen des Mannes stehend, ein Kind dahinter, dann eine Frau, vielleicht mit einem Säugling im Arm. Ein Mann, dahinter ein Teenager, der während der Fahrt sein Smartphone studiert. Eine Frau, dahinter zwei Kinder, vorne hat die Frau einen Säugling an die Brust gebunden, den sie stillt, während sie fährt. Zu viert, zwei Männer, eine Frau, ein Mann, der raucht. Zu dritt, zu zweit, allein. Wie man auf einem Moped fährt, kommt darauf an, wo man geboren wurde, wie man lebt und wer man ist. Ja, vielen Dank. Das ist jetzt eine kurze Stelle. Ich weiß, man fragt Schriftstellerinnen nicht nach, warum haben Sie dies als Einstieg gewählt? Aber wir müssen uns ja hier drüber unterhalten. Ja, reden wir doch. Deswegen halte ich es für legitim. Warum haben Sie dieses Motiv gewählt und immer wieder aufgegriffen? Das hat mich tatsächlich, ich finde das, wenn man nach Saigon kommt, ist das Erste, was einem wahnsinnig stark auffällt. Ich glaube, es gibt 7 Millionen Mopeds auf 10 Millionen Einwohner. Und dieses Moped ist das Fortbewegungs- und zum Teil auch ein Lebenswerkzeug für die Leute, weil damit können sie weite Strecken zur Arbeit auch fahren. Und man sieht einfach auch, dass wie viele Leute auf einem Moped Platz haben. Ja? Das ist erstaunlich und das ist eine kleine Metapher fürs Leben halt, wie das Leben auch anders sein kann und wie man das auch lockerer sehen kann, weil hier ist es sehr streng, zwei Leute auf dem Moped, sonst gibt es Strafe und da ist es einfach anders, weil es einfach notwendiger ist, dass da mehr Leute auf einem Moped sitzen. Und ich fand das eine schöne kleine Geschichte einfach, die man gut verwenden kann und die man dann eben auch, weil der Mann, die Hauptfigur, der Georg und die Frau heißt Heidi, der ja auch wieder zurück aufs Land gegangen ist und dort auch, ich komme auch vom Land und das Moped hat auch mit Wegsein zu tun gehabt für mich und mit Freiheit und damit, dass man mit 16 mit so einem Fortbewegungsmittel plötzlich nicht mehr angewiesen war auf Busse oder Bahn oder darauf, dass einem die Eltern wo abholen in der Nacht und das war schon ein Freiheitsmittel, dieses Moped und es ist, glaube ich, immer noch für sehr viele Leute. Die Freiheit geht ein bisschen verloren, aber nicht ganz. Die Dinge ändern sich. Eins der Themen in Ihrem Roman ist auch das Annehmen des Alterns und Nicht-Annehmen des Alterns. Ja. Ich habe so ein wenig den Eindruck, also jetzt nicht klischeehaft, aber ich glaube, das ist auch schon richtig beobachtet. Die Männer kommen nicht ganz so gut bei weg. Stimmt das? Wirklich? Haben Sie den Eindruck? Weil normalerweise wird mir was... Wird's mir, ja. Ist es mein Kabel. Also meins geht sonst... Ja? Also, dann nehmen Sie meins, aber dann können wir... Wir abwechseln, wir tauschen. Also ich wiederhole. Also, jetzt geht's. Ich wiederhole die Frage vielleicht nochmal. Das Verschwinden der Tochter fällt zusammen mit dem Verschwinden von Heidis zweiten Mann, Martin, mit dem sie bei Frankfurt zusammenlebt. Ja. Männer scheinen bei Ihnen nicht, das mache ich an dieser Person fest, nicht allzu gut immer wegzukommen. Also ich habe bis jetzt über dieses Buch hierher das Gegenteil gehört, dass die Frau so nervt. Ja, wo? Ja, naja. Das stimmt, aber ich finde auch nervige Frauen haben ihren Platz in der Literatur verdient. Und, dieser zweite Mann, ja, das ist dieses Alter, wo Leute... Welches Alter ist es? Unseres, glaube ich, oder? Unseres.
Also dieser Martin hatte ein kleines Bäuchlein angesetzt, war etwas arbeitslos, hatte eine Krise, stimmt's? Und dann hat er Journalist abgeheiftet und dann hat er angefangen, Sport zu machen. Dann wurde er Sportfanatiker. Genau. Mhm. Was ist dann passiert? Ich glaube, es ist einfach das Alter, in dem man sich überlegt, ob man jetzt so weitermacht oder ob man es nochmal neu anfängt oder ob man das, was man gemacht hat, noch besser machen könnte oder oder man sieht auch den eigenen Verfall natürlich. Man merkt, die Gesundheit lässt vielleicht nach oder man nimmt schneller zu als früher und solche lauter langweilige, blöde Dinge, die einen dann aber beschäftigen können. Und diese Leute in meinem Buch haben halt zufällig gerade auch solche Probleme. Ja. An einer anderen Stelle heißt es in Ihrem Buch, wahrscheinlich ist Freundschaft wichtiger als Liebe. Wie meinen Sie das? Also das sagt jemand in dem Buch, oder? Ja, natürlich. Also es ist nicht das, was ich sage, aber das sagt, glaube ich, die Heidi in dem Buch mal. Also die Heidi verliert dann halt, die hat sich sehr darauf verlassen, dass sie nicht alleine ist und dann merkt sie, dass sie sich das vielleicht nicht aussuchen kann jetzt in diesem Moment, weil der Martin eben davonläuft in einer gewissen Hinsicht und sie draufkommt, dass Freundschaften vielleicht, ich glaube, wenn man so... Ich erlebe das mit anderen, wenn die so Leute so lange eine Partnerschaft hatten, glauben sie, das ist das einzige Lebenssystem, das möglich ist. Und das kann es aber passieren, es ist nichts fix. Und auch dieses Alter ist natürlich eins, wo Dinge sich ändern, kann es sein, dass die Partner plötzlich nicht mehr da sind. Und dann muss man sich umschauen und sehen, wie lebe ich jetzt weiter oder so, suche ich mir sofort jemand neuen. Oder, und dann kann es vorkommen, und bei der Heidi ist es so, dass man plötzlich feststellt, dass man mit Freunden so ähnlich leben kann. Es ist natürlich, es hat was auch mit, ich bin ja Feministin und die Idee, dass Frauen alleine leben und Single sind, die ist ja relativ neu, ja, weil früher waren Frauen angewiesen auf einen Versorger, weil sie sonst einfach nicht überlebt haben. Und das ist ja jetzt plötzlich, da haben Frauen jetzt ganz neue Freiheiten, ne, und können sich das einfach auch mal aussuchen, möchte ich lieber alleine sein oder möchte ich lieber mit jemandem zusammen sein. Und in dem Zusammenhang spielt das natürlich auch eine Rolle. Man will nicht ganz allein sein, will vielleicht aber auch keinen Partner haben und insofern sind Freundschaften dann wichtiger. Nix ist fix, sagen Sie. Warum haben Sie sich zu dieser Konstellation entschieden, dass dieses Paar, was sich vor langer, langer Zeit getrennt hat, jetzt noch einmal zusammenkommt und so viel darf man ja verraten, diese Reise auf der Suche nach der verschwundenen Tochter zusammen machen? Das ist ja jetzt... Ja, ich habe tatsächlich immer wieder erlebt, dass Leute gemeinsam ein Kind hatten, die sich kaum gekannt haben. Und das fand ich immer eine interessante Geschichte. Was bringt Leute dazu, ein Paar zu sein und zusammen zu sein? Und die haben das ja auch versucht, die kriegen dieses Kind. Er hätte es eigentlich nicht unbedingt gewollt, aber dann waren die halt plötzlich Eltern eines gemeinsamen Kindes. Und viel mehr hat die zwei nicht verbunden. Und deswegen hat das dann letztlich auch nicht funktioniert. Und die hatten andere Ideen vom Leben. Haben beide versucht, glaube ich, es richtig zu machen, auch mit dem Kind. Also ich wollte da auch keine Schuldgeschichten erzählen oder Opfergeschichten erzählen. Mich hat es dann interessiert, wenn man dann dieses Kind hat und dann plötzlich, eigentlich kann es ja sein, dass man sich dann tatsächlich nicht mehr sieht. Das Kind ist erwachsen, braucht keine gemeinsamen Verantwortlichkeiten mehr. Aber in dem Fall eben, nach all den Jahren, in denen die keinen Kontakt mehr miteinander hatten, müssen die plötzlich wieder gemeinsam auf den Weg machen. Ich fand das einfach spannend. Das ist so ein bisschen diese alte Heldenreise. Ja? Also man muss sich auf den Weg machen. Abenteuer, das ist die alte Drehbuchgeschichte letztlich. Ja? Abenteuer bestehen. Ja? Und dann muss man, dann findet man Helfer oder man muss gemeinsam das Abenteuer bestehen, obwohl man eigentlich ganz verschiedene Richtungen gehen möchte. Das hat mich interessiert, eben von strukturellen. Also ich hatte die Strukturen, habe dann die Geschichte daraus gemacht. Und die es ihr dann literarisch natürlich ermöglichen, Rückblicke zu machen, Reflexionen zu führen. Also das ist natürlich schon eine tragfähige Konstruktion. Es gibt, Sie haben gesagt, Sie sind verstehen sich als Feministin. Ja. In dem Buch, Doris Knecht pflegt indirekt die politischen Verhältnisse zu kommentieren, auch aus Handlungen heraus, aus Beobachtungen. In dem Wirtshaus, was der eine, der Georg, in dem fiktiven Ort, irgendwo im Waldviertel, schätze ich, oder? Ja, kann irgendwo sein, aber ich habe in dem Fall das Waldviertel gewählt, das kenne ich. Ja. Also in einer
Grenzregion in der Nähe von Wien, wo er sein Wirtshaus betreibt, also nachdem er seine Punk-Jahre, Post-Punk-Jahre in Wien abgeschlossen hat, verkehren auch, gibt es so eine kleine Szenerie, wo Sie sagen, da kommen so ein paar Hipster rein oder wo Sie es schreiben, da kommen ein paar Hipster rein, aber so recht weiß man auch nicht, zu welcher Ecke die jetzt gehören. Abgrenzungspunkte haben die jetzt keine, also die gehen auch in das Wirtshaus, was sich so biomäßig Postpunk ein bisschen versteht und die Leute auf dem Land wissen schon, wer da ist. Ja, und dann kommentieren sie das so, dass das so neue Rechte sind. Wie, es gibt dann noch ein paar direktere Kommentare in Ihrem Buch. Darf ich Sie fragen, ist jetzt natürlich nicht wahnsinnig überraschend hier bei der Taz, wie Sie die Situation in Österreich nach 2 Jahren mit dieser FPÖ in der Regierung sehen? Das ist, in Deutschland wird es, glaube ich, nicht so wirklich wahrgenommen. Wirklich? Es gibt eigentlich so eine Konstellation, nicht jetzt mit der AfD, aber die AfD ist fast zu milde für die FPÖ in meiner Beobachtung. Es wäre so eine Mischung aus AfD und MPD, die da in der Regierung ist, aus meiner Beobachtung. Ich bin immerhin zur Hälfte auch Österreicher und erlaubt mir jetzt die Nestbeschmutzung. Also ich glaube, ich bin nicht allein damit. Es gibt eine große Überraschtheit darüber, dass tatsächlich so wahnsinnig viel passiert. Ich glaube, sehr viele Leute haben das am Anfang mit einem gewissen Gleichmut sich angesehen. Aha, wir hatten ja schon mal Schwarz-Blau ist es bei uns, eine konservative Partei und eine rechte Partei, die koaliert haben. Und es war schon schlimm genug damals, aber man hat sich vorgestellt, es wird wieder so ähnlich werden. Aber es ist viel, viel schlimmer geworden, weil es wirkliche Exekutierer sind letztlich, die Sachen ganz schnell beschließen und ganz schnell umsetzen, weil man natürlich Tatsachen schaffen will, falls das System nicht länger hält und weil man auch Pfründe verteilen möchte. Ja. Und wir sind, ich glaube, die Linke ist zum Teil wirklich in einer Schockstarre, weil das nicht erwartet war, dass da so viel passiert und dass da so viel so schnell nach rechts getrieben wird, wie das jetzt im Moment ist und dass auch diese Hauptregierungspartei, die ÖVP, sich von der FPÖ so durchs Dorf treiben lässt, tatsächlich. Ja. Also die FPÖ in der Regierung, die zielt, wenn ich es aus der Ferne richtig beobachtet, vor allen Dingen auf den Umbau der Justiz, des Justizapparats und der Medien. Vielleicht können Sie dazu auch noch ein bisschen detaillierter was sagen. Ja, das ist halt, was man, der Justizminister ist der Innenminister vor allem ist ein ganz klarer FPÖler, ganz rechts und der es scheint einfach die Idee zu geben, da wirklich so den Staat so umzubauen, dass er schwer rückbaubar wieder ist. Ja? Und die Machtverhältnisse so zu verteilen, dass das, wenn die Wahl auch anders angeht, dass da die Ämter verteilt sind auf längere Zeit hinweg und dass da Tatsachen geschaffen werden, die sich nicht so leicht revidieren lassen. Das ist das, was uns auch sehr schreckt momentan, was da passiert. Auch in den Medien ist jetzt gerade der ORF jetzt stark angegriffen, das öffentlich-rechtliche Fernsehen, über die Gebührenfrage, wo man natürlich die Leute dort erwischt, wo man Geld und sagt, wollt ihr das wirklich bezahlen? Und da merkt man schon auch, wie sehr dort hineingedrängt wird von rechts. Ja. In der Gebührenfrage, Sie meinen, sollen, also in der Schweiz gab es ein Volksbegehren, dass die Gebühren sollten ganz sogar abgeschafft werden. Hat der Chefredakteur der NZZ, wird auch kaum beobachtet, angeführt. Also er wollte den staatlich-rechtlichen Fernsehen und Radio, wollte er sagen, das soll jetzt alles privat geschehen. Das war der Leitkommentar dann auch dort. In Österreich, glaube ich, ist nicht ganz so krass, oder? Da geht es um eine Beschneidung des Budgets, oder? Nein, die wollen auch die Gebührenfinanzierung abschaffen. Ja. Und die Leute glauben tatsächlich, dass sie dann nicht mehr fürs Fernsehen zahlen müssen. Sie zahlen natürlich nach wie vor über die Steuern fürs Fernsehen. Und es wird aber viel leichter steuerbar, politisch steuerbar, als es jetzt ist. Es ist eh schon jetzt dieses Öffentlich-Rechtliche. Natürlich gibt es Gremien, die schon immer besetzt sind von den Parteien. Und die Parteien hatten immer schon ihre Finger da drinnen, aber das soll einfach noch viel stärker sein. Und das spürt man dann schon auch, die Ängste im ORF, man merkt es dann schon auch, dass da jetzt schon sehr vorsichtig agiert wird. Ja, und dass man der Regierung jetzt möglichst nicht an den Kahn fahren möchte. Also mit der Kritik hält man sich etwas zurück. Es gibt aber schon natürlich auch, ich möchte das, meine Kollegen ausnehmen davon, es gibt Kollegen, die sich da überhaupt nicht davon beeindrucken lassen. Und da bin ich auch sehr froh, dass es die gibt und Kolleginnen. Ich glaube, wir kommen schon langsam in Richtung wahrscheinlich der Ende unserer Sendezeit hier.
Das Buch gibt es am Stand zu kaufen. Wo geht es jetzt als nächstes hin? Ich glaube jetzt quer durch Österreich. Ja, genau. Oder? Und bis in Schweiz bin ich auch noch. Und dann komme ich nach Hamburg übernächst. Das schöne Hamburg. Und nach Darmstadt. Gut, ich danke. Und nach Rügen. Ja? Da freue ich mich auch. Ich danke Doris Knecht dafür, dass sie hier bei uns war. Danke für die Einladung. Und wünsche viel Erfolg weiter. Vielen Dank. Dankeschön.